Was ist wahr und was nicht? Welche unserer Vermutungen sind zu widerlegen und mit welchen haben wir vielleicht recht? Wie entstehen überhaupt wissenschaftliche Theorien? Gehen wir dieser Frage nach, ob etwas wahr ist oder nicht. Dieser Frage ging in der Mitte des 20. Jahrhunderts Karl Popper nach. Karl Popper ist mit einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, von politischer Philosophie bis zur Philosophie des Geistes. Sein erstes und vielleicht wichtigstes Werk ist von 1935 Die Logik der Forschung. In diesem Buch entwickelte er die Leitidee der Falsifikation. Bevor wir uns mit seiner Idee und seinen Thesen auseinandersetzen, müssen wir vorab zwei Begriffe klären. Induktiv und deduktiv. Als induktiv und deduktiv bezeichnet man verschiedene Forschungsansätze für wissenschaftliche Arbeiten. Wenn du induktiv arbeitest, führst du eigene Forschungen durch und leitest daraus selbst eine Theorie ab. Wenn du deduktiv arbeitest, setzt du eine Theorie, die schon besteht, voraus und testest sie mit unterschiedlichen Untersuchungen. In der Regel führt das zu einem Kreislauf. Es gibt eine bestehende Theorie, daraus wird deduktiv geforscht, ob diese stimmt. Dies führt zu empirischen Arbeiten. Aus diesen empirischen Arbeiten folgert man eine neue Theorie. Diese neue Theorie entwickelt sich aus der induktiven Forschungsmethode. Das Ergebnis dieser Forschung wird von späteren Wissenschaftlern vorausgesetzt und wieder deduktiv aufgearbeitet. Nun zurück zu Karl Popper. Karl Popper verwarf die Auffassung, dass die Wissenschaften mittels induktiven Folgerns von Beobachtungen auf Regelmäßigkeiten schließen können. Er behauptete im Gegenteil, dass das wissenschaftliche Wissen durch Vermutungen und Widerlegungen heranwächst. Dazu sagt Karl Popper Folgendes: Man kann eine Theorie oder Hypothese nicht als wahr erweisen. Nicht einmal vermag man induktiv Indizien für ihre Wahrheit anzuführen. Man kann sie aber widerlegen, falsifizieren, falls sie sich als falsch herausstellt. Für Popper zeichnet sich eine ordentliche wissenschaftliche Theorie dadurch heraus, dass aus ihr viele überraschende Vorhersagen deduktiv folgern. Und wenn die Theorie, die wir voraussetzen, deduktiv nicht zu bestätigen ist, wird diese Theorie dadurch falsifiziert, weil unsere Beobachtung die vorausgesetzte Theorie nicht bestätigen kann. Popper war nun der Ansicht, dass wir beobachtbare wissenschaftliche Theorien nicht unbedingt widerlegen müssen. Wir müssen einfach nur beobachten, ob etwas, was nicht hätte eintreffen dürfen, tatsächlich nicht eintrifft oder es doch tut und somit die Theorie falsifiziert wird. Wenn also eine Vorhersage nicht eintritt, wissen wir, die Hypothese ist falsch. Laut Popper hat sich die wissenschaftliche Forschung über Jahrtausende genau auf diese Art entwickelt, über die aristotelische Physik bis hin zu Newtons Physik, bis letztendlich zu Einsteins Relativitätstheorie. Auf der anderen Seite erklärt er die Astrologie oder die Freudsche Psychologie oder den Marxismus nicht als wissenschaftliche Disziplin. Er bezeichnet sie eher als pseudowissenschaftliche Theorien, da ihre Befürworter gar nicht erst den Versuch unternehmen, ihre Thesen zu falsifizieren. Wir lernen aus Karl Poppers Falsifizierung Folgendes. Die einzige und wahre Erkenntnis, die wir erlangen können, ist herauszufinden, was alles falsch ist. Das absolut Wahre, die Wahrhaftigkeit, bleibt immer im Verborgenen.